Hör auf zu klettern, setz dich jetzt ordentlich hin. Na gut. Nimm doch mal den Löffel richtig in die Hand, das muss doch nicht sein. Okay, dann mache ich das. Nee, Schatz, also wirklich, du musst wirklich ein Lätzchen anziehen. Okay. So, jetzt musst du noch die Zähne putzen und dann geht's ab in die Kita. Nein, ich will! Oh, warum kannst du nicht einmal das tun, was ich sage, ohne ständiges Theater? Mann, du gibst mir 1000 Anweisungen pro Minute und ich habe immer mitgemacht. Manchmal möchte ich auch selbst bestimmen. Dann korrigier mich doch nicht die ganze Zeit. Ich bin ein eigener Mensch mit Gefühlen und einem eigenen Willen. Mausi, wenn du so auf dem Stuhl rumkletterst, kann es sein, dass du runterfällst und dir wehtust. Ich glaube nicht, dass Mama recht hat. Ich fühle mich sehr sicher und ich falle nicht runter. Ich klettere lieber noch kurz. Ah, gut, Essen. Aber das esse ich lieber im Sitzen. Hast du vergessen, wie man den Löffel richtig hält? Nee, ich mag das so. Okay, Maus. Wenn du das aber so isst, kann es sein, dass dein Pullover schmutzig wird. Vielleicht ziehst du besser ein Lätzchen an. Ja, lieber anziehen. So, jetzt müssen wir nur noch Zähne putzen und dann geht's los in die Kita. Na gut. Ich durfte den ganzen Morgen selbst entscheiden. Mama hat mich angeleitet, aber mir nichts vorgeschrieben. Deshalb fährt es mir jetzt leichter zu kooperieren. Auch wenn Mama sich noch ein cooles Zahnputzspiel ausdenken muss, damit ich auch wirklich gut mitmache.